I think she wanna love. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute mal wieder Equine Passion. Und zwar sehen wir hier schon, Smoky Banana muss entwurmt werden. Das ist eine Reitbeteiligung. Hier, wir haben schon ein paar mehr Reitbeteiligungen, weil ich habe mich hier auch im Off mal für ein paar beworben. Und die hier muss, die muss heute, warte, wir gehen mal hier zum Telefon. Eine Wurmkur, ja gut. Geben wir der mal eine Wurmkur. Der kleinen, süßen Shitty. Okay, aber wie auch immer. Ich habe hier oben, habe ich unbedingt machen, Way muss in einen anderen Stall, bevor Monatsende, weil das kostet sonst mir viel zu viel Geld und sowas. Und dann machen wir das mal so. Und ja, sie ist krank. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber wir machen immer mit Misten und mit Putzen. Und ich mag irgendwie Offenstalle mehr, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Wir machen hier Galopprennen ganzjährig nutzbar. Und 180 Ditcher? Holy shit. Naja, egal. Wir sparen mindestens 20 Euro. Und ich würde sagen, wir rufen dann auch mal den Tierarzt bei ihr, weil sie hat eine Erkältung. Dauert circa eine Woche, kostet 50 und das bedeutet wir. Genau, zurück zum Pferd. Es ist jetzt schon 14.30 Uhr, okay. Genau, und dann gehen wir am besten nur noch mit ihr spazieren. Weil, ja, ich will halt nicht, dass es noch mehr wird. Deshalb bewegen wir sie einfach nur mal ein bisschen. Genau. Dann sind heute Turniere. Wir haben leider noch keine. Genau. Bei der Post habe ich heute auch irgendwie ganz viele Nachrichten bekommen. Also Ende November ab. Hier ist alles. Also, ich habe Papiere gekommen. Die Testergebnisse sind da. Und hier die zwei Turniere, der eine wurde abgelehnt, die andere wurde anderweitig vergeben. Smoky Banana haben wir erhalten, also die Reitbeteiligung. Und von Crystal haben wir die auch bekommen. Genau, dann würde ich aber einfach mal sagen, wir trainieren die eben kurz. Ach so, sie ist schon. Ja gut, dann was ist das für eine Pferderasse? Das ist ein Pura Raza Española. Okay, trainieren können wir nicht. Okay, dann würde ich sogar sagen, wir kündigen die. Weil, ja, ist ja eigentlich alles schon gemacht. Genau, dann machen wir das mal so. Nee, nicht Verwaltung, sondern Training. Training ist auch schon fast alles gemacht. Training. Dann haben wir das nämlich auch schon voll. Und was ist das? Ist das auch ein purer... Ja, das ist auch ein purer D-Dingsbums. Dann gehen wir noch einmal spazieren mit dem. Und dann können wir das auch wieder kündigen, ne? Weil wir haben das ja schon erzogen, ne? Genau. Dann die gute Smoky Banana. Die ist erst 9 Monate alt, so richtig süß. Genau, ich mache irgendwie immer Gehorsamkeit und danach Gelassenheit. I don't know why, aber... Ach so, der hat das Pferd schon gemacht. Oh. Naja, okay, dann Einstein können wir noch machen. Einstein will ich auch irgendwann kaufen. Ja gut, dann sollten wir vielleicht gar nicht mal so viel mit dem machen. Ja, dann können wir erstmal zu Aris gehen. Wie gut ist sie denn hier? Sie hat 132 Punkte.
sagen wir jetzt mal, die Farbe wäre egal, 132, und der hat 129 Punkte. Von daher wäre es sogar egal, welches Pferd wir nehmen. Deshalb würde ich wahrscheinlich eher den Fuchs kaufen, weil der halt von den Werten halt auch eher besser ist. Und beide haben gute Laune. Okay, 97 Minuten. Okay, dann trainieren wir den einmal für 60 Minuten. Genau, und dann gehen wir noch einmal spazieren mit dem. Dann erhöht sich auch noch unser Dings. Das ist jetzt bei 2,1%. Ja, dann haben wir das sogar auch schon gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch ganz viele draußen. Und sie können, würde ich leider noch nicht machen, weil sie ist ja krank. Genau, und dann ist es erst 17.20 Uhr und ich würde immer machen so bis 18 Uhr oder sowas, würde ich immer Fähigkeiten stärken und so. Aber wir haben, ich sehe gerade, das hier, Prämierung, willkommen zurück, Papiere und Testergebnisse sind angekommen. Dann kann deine Studie ja direkt zur Prämierung angemeldet werden. Klicke dazu auf den entsprechenden Link auf der Zuchtseite deines Pferdes. Tipp, der Link erscheint nur, wenn das Pferd Papiere hat. Außerdem muss es mindestens 2 Jahre alt sein. Okay, dann gehen wir nochmal zu Ray. Und gehen auf Zucht. Kostet 100. 100. Dann, okay, wurde zur Prämierung angewickelt. Eingewickelt, genau. Angemeldet, meine ich. Weiter mit dem Tutorial. Eigentlich findet die Prämierung immer erst in Ende Oktober statt. Okay, da müssen wir circa ein Jahr warten. Ausnahmsweise erhält deine Stute ihre Noten sofort. Du findest sie ebenfalls auf der Zuchtseite. Wenn du die Note anklickst, siehst du auch, wie die Teilbereiche bewertet wurden. Zucht. Ja, dann das machen wir gleich weiter. Was haben wir hier jetzt bekommen? Ray wurde mit der Note 3,9 prämiert. Das ist eigentlich immer so. Und so, mit bestandener Prämierung stehen deiner Stute alle Hengste der Steckstation zur Verfügung. Du findest auf ihrer Zuchtseite entsprechende Links. Wenn du einen eigenen Hengst besitzt, kannst du auch ohne Prämierung Körung decken. Allerdings gibt es dann auch kein Ansehen. Damit deine Fohlen später an der Fohlenshow teilnehmen können, müssen sie zwischen Januar und Juni geboren werden. Du solltest deine Stuten also nur zwischen Februar und Juli decken. Alles Wissenswerte zur Zucht und Vererbung findest du in der Bibliothek. Tipp, um Papiere zu erhalten, muss das Fohlen den Anforderungen eines Zuchtverbands entsprechen. Falls du auf Papiere Wert legst, solltest du also vor der Bedeckung nachlesen, ob das geplante Fohlen den Anforderungen Rasseanteilen, Farbe und so weiter des gewünschten Zuchtverbands entspricht. Ob und wann du züchtest, bleibt dir hinterlassen. Daher folgt jetzt keine Aufgabe zur Zucht. Genau. Ansehen. Wie gerade schon erwähnt, spielt das Ansehen hier eine recht große Rolle. Es gibt 3 verschiedene Arten von Ansehen, nämlich das als Halter, als Züchter und als Trainer. Für verschiedene Aktionen sinkt oder steigt das jeweilige Ansehen und manche Bereiche können nur mit gutem Ansehen genutzt werden. Welche Aktionen das jeweilige Ansehen verbessern oder verschlechtern und welche Bereiche nur für angesehene Spieler zugänglich sind, findest du in der Bibliothek. Eine Übersicht über deine bisherigen Ansehensverläufe siehst du bei deinen Fähigkeiten weiter. Turniere. Ja, die sind heute. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, finden die Turniere immer am Monatsende statt, also genau heute. Anmelden kannst du dich, indem du auf der Trainingsseite deines Schulpferdes auf den entsprechenden Link klickst. Jeder Turnierstart dauert 1 Stunde und strengt dein Pferd wie ein 20-minütiges Training an. Bewertet werden die Trainingsstände deines Reiters und deines Pferdes. Bei schlechtem Interieur und wenig Teamwork passieren eher Fehler. Eine Auswertung über eure Leistung erhältst du sofort und am nächsten Tag gibt es eine PN über eure Platzierung. Ich würde noch kein Turnier machen, erst im nächsten Monat, weil
ja, Ray ist halt krank, ne? Und hat erstens auch noch nicht die Begabung. Also wir haben sie noch nicht genug trainiert und die anderen Pferde eigentlich auch. Und wir haben hier noch keine, Turnierbeteiligung. Genau. Die platzierten Reiter erhalten Punkte und eventuell Preisgeld. Zum Jahreswechsel steigen die erfolgreichsten Reiter eine Turnierklasse auf und wenig erfolgreiche Reiter eventuell ab. Wie das alles genau funktioniert, findest du wie immer in der Bibliothek. Markt. Zum Schluss erfährst du noch kurz, welche Möglichkeiten es gibt, ein Pferd zu kaufen und verkaufen. Am einfachsten ist wohl der Händler. Dort findest du gute Stuten und Wallere zu fairen Preisen. Ich kann, Leute, ich kann irgendwie nicht mehr lesen. Egal. Wenn du ein ganz bestimmtes Pferd suchst, kannst du dir eins importieren lassen. Dort besteht allerdings das Risiko, dass dein Pferd sehr schlecht oder sogar erbkrank ist. In den Privatverkäufen und Auktionen bieten andere Spieler ihre Pferde an. Hier musst du ebenfalls immer etwas aufpassen, dass du keine erbkranken Pferde erhältst. Wenn du bereits Halter ansehen sammeln konntest, kannst du dich auch beim Tierschutzverein um die Adoption eines oder mehrerer Pferde bewerben. Und ja, das finde ich super cool, weil ich möchte auf jeden Fall ein paar Tiere retten. Wer welches Pferd bekommt, entscheidet allerdings der Zufall. Und die gewonnenen Pferde können ein Spieljahr lang nicht verkauft werden. Möbel. Wenn du selbst Pferde loswerden möchtest, kannst du sie am Händler und oder Freizeitreiter verkaufen, versteigern, im Privatverkauf anbieten, an den Gnadenhof abgeben oder im schlimmsten Fall auch an den Schlachter verkaufen. Das wollen wir nicht machen und deshalb verbiete ich das immer. Damit endet das Tutorial. Mit Abschluss erhältst du noch etwas Startgeld. Viel Spaß beim Spiel. Okay, dann, was können wir noch machen? Genau, ich wollte vielleicht noch ein bisschen Galopprennen trainieren. Genau, für 50 Minuten, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, das geht nicht. Oh. Okay, Leute, dann machen wir hier 50 Minuten. Genau. Weil dann ist es 18.10 Uhr, perfekt. Und dann machen wir jeweils nochmal einmal hier. Einmal. So. Dann ist es 19 Uhr. Und dann könnten wir vielleicht sogar nochmal ja, wir machen jetzt einfach das, dann verschlafen wir halt, aber das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt 10.400 Dings und wir brauchen morgen 180 Gesamtkosten, halt Stallmiete. Deshalb zahlen wir einfach jetzt alles mal hier ein, also unsere 10.400 Euro zahlen wir einfach mal ein. Und dann heben wir einfach nochmal 180 Euro ab. So. Warte. So. Genau. Dann haben wir nämlich hier noch 11.000 Euro drin. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und, ja, ich würde gerne nochmal zur Hengststation gehen. Und ich würde sehr, 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 sehr gerne Zuchtnotenkörung von, ja, mindestens 5 würde ich schon sagen, ne? Und Decktex bis so 1000 würde ich denken. Und dann können wir uns hier nochmal ein schickes Pferdchen raussuchen. Ja, was gibt's denn hier alles? 5! Oh, krass, so viele. Okay, dann suchen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sachen raus. Grundfarbe vielleicht. Sagen wir Rappe. Mit der Aufhellung. Nö, Scheckung. Wollen wir eine Scheckung? Allgemein nur mit, genau. Schimmel wollen wir am besten nicht.
Genau, dann suchen wir jetzt erstmal danach. Vielleicht finden wir hier ja... Ja gut, es sind nur 25 Seiten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier sind jetzt nur schwarze. Ich gehe natürlich auch sehr auf die Farbe. Der hier sieht auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Und der hier eigentlich auch. Aber ich lasse das mal erstmal. Ich scroll hier einfach mal durch. Der hier sieht eigentlich auch ganz geil aus. Der hier hat halt drei Dinger hier unten, drei Socken. Ja, gucken wir uns erstmal die drei Pferde hier an. Boah, das sieht schon echt krass aus, ne? Wir gucken erstmal. Wir gucken auf die Zucht, weil da ist es eigentlich am besten. Ja. Rennen 4,27. Okay, warte, wir machen das erstmal so hier. Und dann gucken wir einfach mal nach, welches Pferd das beste ist. 5,3, 5,3 und 4,2. Bis jetzt ist das das Beste, finde ich. 7,7, 8,1 und 8,9. Okay, das Pferd ist halt nur mit 5,7 gedingst. Also geht das hier schon mal weg auf jeden Fall. 3,5 ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut. Ja, halt Distanz ist hier und Reining ist halt nicht so gut, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich nur das, das und das. Und da wäre... Halt hier wäre beides sehr gut, ne? Und hier wäre das Interieur halt sehr schlecht, finde ich jetzt zum Beispiel. Wir gehen mal zu unserer Stute und gucken wir mal, was die so da hat. Anzeigen. Sie hat 5 überall. Rennen 2,5. Dressur und Springen. Holzrücken Reining. Distanz und Reining. Das Ding ist, ich kann mich nicht gegen von den beiden hier entscheiden, ne? Dann nehme ich jetzt einfach mal ihn, das ist mehr so ausgeglichener. Ne? Oder genau, wir schauen hier einfach mal, ja, gut, recht viel. Durchschnittlich, sehr leicht, überdurchschnittlich und recht. Okay. Und hier bei dem Pferd ist es... Etwas zu viel, recht viel, sehr, recht, leicht, durchschnittlich und durchschnittlich. Das ist auch, hat auch zweimal durchschnittlich. Okay, dann schauen wir mal hier. Gut, gut. Sind etwas, 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 etwas. Okay, und hier etwas, etwas, gut, gut, etwas, etwas, etwas. Und da, dann, Leute, dann nehme ich den hier. Und... ja, dann machen wir das hier schon mal weg. Warte, ich muss hier eben noch mal kurz so... Wie viel abheben? Differenz von diesem... vollen Preis. Warte, wir gehen mal zurück zum Hengst und heben hier einfach mal, ja, so 600 ab. Dann kann ich den auf jeden Fall leisten. Auf jeden Fall. So, zur Stuten aus. Warte mal, ich muss hier erstmal so... So viel Geld besitzt du nicht. Oh, ja. Warte, ich habe aus Versehen 600 Einzahlen gemacht. Hihi, aus Versehen. Genau, dann machen wir einmal so. Und dann ist es, habe ich jetzt auf jeden Fall genug. 620 kostet es.
Genau, zur Stutenauswahl. Decken lassen. Und zwar möchte ich den... Leute, was sagt ihr? Ich würde Anfang Februar sagen. Weil dann kommt das Fohlen, nämlich dann Anfang Januar 2049 kommt das dann. Und ja, Bedeckung. Zurück zum Hengst gehen wir mal. Dann gucken wir mal. Der hat schon drei Nachkommen. Katsuke. 6,4 ist auch schon relativ gut. Von dreimal der gleichen Mutter. Dann einmal einen braunen. Und einmal dieses hier. Was ist das für eine Farbe? Ein Hengst? Palomino Overo Rabicano. Das sieht ja auch schon echt geil aus, finde ich. Und einmal hat... Wir gucken mal bei Katsuke. Das ist auch ein sehr, 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 sehr schick... Das ist sogar eine Stute, geil. Was ist das? Ein Black Overo Rabicano. Okay. Und das hier ist, glaube ich, einfach nur... Ah, das ist auch ein Hengst. Okay. Das ist Base Solid. Einfach nur ein stinknormaler Brauner. Genau. Dann würde ich sogar schon sagen... Ja, war es das erstmal mit der Folge. Wir sehen uns wahrscheinlich irgendwann, wenn wir wahrscheinlich noch mehr Reitbeteiligung und sowas haben. Und wir die dann halt pflegen und sowas. Oder wenn Ray halt ihr Fohlen hat. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Und war, ja. War es das auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen tollen Tag. Ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr es toll fandet. Es ist, da, also wenn ihr das Video toll fandet, es ist auf jeden Fall nur ein einziger Klick und würde mich sehr darüber freuen. Und ja, auf jeden Fall noch ein Like da lassen. Und ja, ciao mit V.